Hallöchen, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei GTA Grand Theft Auto San Andreas. Ach, es ist immer noch am Pissen. Wir wollten ja eigentlich vielleicht mal ein paar Graffitis machen, aber wir machen jetzt erstmal was anderes Wunderschönes, nämlich... Erstmal schnappen wir uns das Motorrad hier. Eigentlich dachte ich ja, wir hätten hier zwei gehabt, eins ist aber irgendwie weg. Und damit machen wir aber jetzt nicht die Polizei-Bürgerwehr-Mission, sondern eine andere Mission, die Domi damals auch schon mal ansatzweise gemacht hat. Erstmal ewig gefailt hat, das passende Vehikel dafür zu finden. Die Leute, die das gesehen haben, wissen jetzt schon, worum es geht. Nämlich um die Feuerwehrmission. Es gibt verschiedene Nebenmissionen, zum einen zum Beispiel, also es gibt viele Nebenmissionen, aber unter anderem auch die Bürgerwehrmission mit den Polizeifahrzeugen. Können wir mit dem Motorrad machen, mit einem Jeep, mit einem normalen Polizeiauto, wie auch immer. Dann gibt es die Krankenwagenmission, in der wir einfach ja, Verletzte retten müssen, immer mehr auf verschiedenen Leveln. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Feuerwehrmission, bei der wir natürlich Brände löschen müssen. Brennende Leute und brennende Autos. Und wenn wir zum Beispiel bei der Krankenwagenmission 12 Level schaffen, dann werden wir mit einem, was war das bei der Krankenwagenmission? Ich glaube mit einem riesen Lebensbalken belohnt, bei der Polizeimission mit einer Schutzweste, die wir eigentlich fast immer dabei haben, und bei der Feuerwehrmission werden wir damit belohnt, dass wir feuerfest werden. Das heißt, wenn wir durch Feuer laufen oder irgendwie angezündet werden, kriegen wir keinen Schaden mehr. Und aus diesem Grund hole ich mir hier dieses wunderschöne Feuerwehrfahrzeug. Na gut, die Polizei steht direkt daneben, hat aber Gott sei Dank nichts gemerkt. Und mit diesem Feuerwehrwagen können wir die Feuerwehrmission machen. Und wenn wir die 12 Level lang machen, dann werden wir feuerfest und kriegen vor allem auch eine ganze Menge Geld. Das Ding dauert ziemlich lange, deswegen, wenn euch das langweilt, könnt ihr jetzt eigentlich fast schon... Ja, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall jetzt machen und hoffentlich mein Auto nicht schrotten. Wenn ich es nicht schrotte, machen wir die 12 Level, um feuerfest zu werden. Und starten jetzt die Feuerwehrmission auf in 12 Level. Ich wünsche uns viel Erfolg. Brennendes Fahrzeug in der Gegend um Glen Park gemeldet. So, jetzt fahre ich einfach immer dahin. Ich werde da jetzt nicht viel zu erzählen. Gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ich mache glaube ich mal die Sirene an. Das wird zwar jetzt auf Dauer nervig werden für euch, aber es muss einfach sein, um auch besser durchzukommen. So, Belohnung 200. Brand gelöscht am ersten Mal. Beim ersten Mal war es, im ersten Level war es einfach ein Brand. Jetzt geht's weiter. Zum nächsten brennenden Fahrzeug. Es werden immer mehr Brände. Irgendwann haben wir da 3-4 Autos mit mehreren Leuten, die brennen und so weiter und so fort. Und ich darf auch niemandem überfahren von den Leuten, die brennen, sonst ist es eben fast gescheitert. Es darf auch niemand sterben und die Zeit darf natürlich auch nicht ablaufen. So, Brand gelöscht. Am Anfang geht das natürlich noch relativ schnell. Mit der Zeit dauert das dann immer länger. Falls ihr euch wundert, warum das Wasser so seltsam aussieht, das liegt am ENB. Dafür sieht das Wasser auf dem Meer und auf den Seen und so weiter viel besser aus. Das sieht nur beim Feuerwehrwagen etwas seltsam aus, weil das so durchsichtig ist. Aber es sieht eigentlich dann besser aus. So, jetzt haben wir zum Beispiel schon einen kleinen Transporter mit vielen Leuten, die brennen. So, und weiter geht's. Jetzt haben wir zum Beispiel schon brennende Fahrzeuge. Wir sind auch schon in Level 5. Ich überlege gerade, ob ich EMB mal ausmache für das, für die Feuerwehrmission mit dem Wasser. Da steigt niemand aus. Nee. Dann geht's weiter zum nächsten. 2 Minuten 20 habe ich noch. Zeit ist eigentlich nie das Problem, sondern höchstens mal, dass du einen überfährst, den du eigentlich löschen sollst. Oder dass, ja, die Polizei dir in die Quere kommt, weil du irgendwie Fahndungsstellen kriegst, weil du irgendwen überfährst aus Versehen oder sowas. Da ist jetzt auch wieder Polizei im Weg. Die sind mal weg. Belohnung 1800. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz auf die Karte schauen, denn das ist jetzt immer so eine Sache. Kann ich die Legende, wartet mal, ich muss in den Optionen die Legende ausmachen, glaube ich. Legende aus, zurück, zurück, Karte. So, wie fahre ich am besten? Das ist nämlich auch so eine Sache. Wenn du dir das nicht überlegst, kann es passieren, dass dir die Zeit davonläuft. An sich könnte ich natürlich einfach entweder so rumfahren oder ich fahre so und dann nach rechts und dann nach links. Das heißt, ich fahre so oder so geradeaus und an der Kreuzung fahre ich links. Ja, das muss man sich tatsächlich überlegen, weil ich meine, die Zeit ist ja auch, jetzt klar, ich habe jetzt 4 Minuten, das ist viel Zeit, aber auch die läuft irgendwann ab, deswegen überlege ich mir lieber eine gute Route und fahre die dann ab, anstatt das irgendwie zu verkacken. So, hier links rum.
So, jetzt haben wir da unten einmal ein Auto. Das warum auch immer gerade im Himmel war. Ja, das haben wir. Jetzt muss ich allerdings wenden und den Berg hoch. Um da oben das andere Auto auch noch zu löschen. Ah, gib Gas! Komm schon, zieh, 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 zieh! So, da haben wir das nächste Auto. So, gelöscht. Weiter geht's, wieder auf die Karte schauen, das ist wichtig. Also fahre ich jetzt zum Beispiel erstmal zurück. Und dann in die andere Richtung. Ich mach mal die Sirene aus. Das ist ja doch ein bisschen nervig und an sich kommen wir auch so durch. Also ich meine, ne? Warte mal. So, ich mach das mal jetzt für das... für die Mission aus. Dann sieht das Wasser nämlich anders aus. Ist vielleicht für einige so auch besser, aber ich mag das EMB eigentlich. Es ist zwar Gewöhnungssache, ich mag's aber. Nur jetzt hier, während der Mission, mache ich das mal aus. Komm schon. Geht doch. So, wir haben eh noch 5 Minuten. Also die Zeit sollte nicht das Problem sein, ja? Jetzt muss ich nur überlegen. Wartet mal, das ging ja anders. Die war ja da. Das heißt, ich fahre jetzt dann erst die nächste rechts. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hochgefahren wäre. Ah, shit. Das geht schon mal nicht. Und da runterfahren könnte ich zwar jetzt machen, aber dann riskiere ich, dass ich mich auf den Rücken lege. Und dann brennt mein Ding und dann ist die Mission gescheitert. Also lieber auf Nummer sicher gehen. Die Zeit muss ich mir dann nehmen. Zu Schrott fahren sollte ich es auch nicht, also ich darf nicht zu viel irgendwo gegen fahren. Radio hat das Ding leider nicht. Sonst würde ich das Radio anmachen. So, hier wollen wir rechts. Geht doch aus dem Weg, komm. Pisst euch. Dankeschön. Polizei, nö, die denken gar nicht daran, aus dem Weg zu fahren. Für die gilt das ja nicht. Blödsinn, für die gilt das auch. Wenn die Feuerwehr durch muss, muss auch die Polizei aus dem Weg, wenn die nicht im Einsatz ist. So, da haben wir das nächste. Ist wieder ein Taxi. Tja, wir kriegen ordentlich Asche. 10.000 haben wir schon. Insgesamt. Achtung, aus dem Weg. Du auch, Polizei. Ich will nur niemanden überfahren, weil das gibt dann einen eventuellen Fahndungsstern, wenn ich Pech habe. Und ein Fahndungsstern wäre nicht so gut. Ich möchte nicht mich mit der Polizei anlegen, während ich in der Mission bin. So, weiter geht's zum nächsten. Level 8 sind wir schon. Hoffentlich kommt kein Zug. So, Belohnung $4.050. Acht Minuten haben wir jetzt schon dafür Zeit. Wir können uns also alle Zeit der Welt lassen, theoretisch, um das Feuer zu löschen. Weißt du, erst brennt das Auto, dann steigen sie aus und dann fangen sie an zu brennen. Das heißt, die saßen wahrscheinlich die ganze Zeit im brennenden Auto, aber hey, macht ja nichts. Ja, schießt hier ruhig rum, ich will ja nur hier löschen, meine Güte. Das war's schon. Da ist noch ein Wagen. So, 5.000 gab's. Level 10, wir haben es bald geschafft. Und ich meine, es lohnt sich, Leute. Wir machen das ja nur einmal im ganzen Let's Play. Wir haben ja bestimmt 100 Parts vor uns.
Also für einen Part mal die Feuerwehrmission zu machen, das ist, denke ich, für jeden akzeptabel. Und zudem gibt es zum einen ordentlich Asche, die wir gerade jetzt zu Beginn des Spiels sicherlich nicht verschenken sollten, die wir gut gebrauchen können. Und zum anderen werden wir feuerfest. Ich meine, was gibt's Cooleres, ne? Das heißt, wir können brennen und nichts passiert. Ist das geil. So. Weiter geht's. Level 11. Ich mache auch nur bis 12, auch wenn das viel Kohle gibt. Die Mission bis 12 mache ich die. Dann haben wir das Dings geschafft, die Feuerfestigkeit. Und dann machen wir Schluss. Ich will das nur gemacht haben. Und wir machen auch die Krankenwagen-Mission noch. Die kommen, machen wir allerdings später. Ich habe da so ein bestimmtes Vorörtchen, wo das ganz gut geht. Nein, nicht darunter, nicht darunter, nicht darunter. Und die... Ja, laufen wir vors Auto. Danke. Und die... Bürgerwehrmission machen wir auch noch, aber allerdings auch erst später, wenn ich genug Munition habe für... Fahren wir da lang, da an der Kreuzung nach rechts. Wenn ich genug Munition habe für Maschinenpistolen. Ach gut, hier kann ich gar nicht rechts. So, hier sind wir aber schon. Da haben wir eh so mega viel Zeit jetzt. 10 Minuten theoretisch, das heißt... Ja, alle Zeit der Welt. Und die letzte ist dann hier rechts dahin. Gut, ich krieg gerade irgendwie die Sirene nicht aus. Jetzt. Muss nur ganz kurz mal H andrücken. Da ist ein Tattoo-Studio. Wir können auch mal demnächst zum Tattoo-Studio gehen und uns Tattoos machen. Wie ein echter Gangster. Drei gleich aussehende Typen mit den gleichen Klamotten im Auto. Herrlich. So, Level 12, da sind wir schon. Wenn wir das geschafft haben, sind wir feuerfest. Perfekt. Ging doch relativ schnell. Manchmal ein ganzer Part. Ich dachte, das wird relativ lange dauern. Das ist ja mega schnell machbar. Die Graffitis werden auf jeden Fall länger dauern. So, und noch ein Feuer dann, oder ein Auto, ein brennendes Auto, dann haben wir's. Moment, erstmal auf die Karte schauen. Wie komme ich da hin? Denn das hier ist leider zu. Ich könnte natürlich auch andersrum fahren. Fahren wir andersrum, wir haben ja die Zeit. Die Spritze, Achtung, da aus dem Weg. Das Ding hat ein Handling wie ein... Das war eklig. Aber da ist unser letztes Opfer, das wir anspritzen dürfen, und dann haben wir die Mission geschafft. Yeah, Feuerwehrmission abgeschlossen. 13.450. Insgesamt haben wir jetzt $46.000. Feuerwehrmission Level 12 abgeschlossen. Jetzt, ja... Bist du feuerfest? Keine Ahnung. Ich konnte es nicht lesen, war es schnell weg. Aber ist auch egal, was da stand. Hey. Hallo. Oh, meine Güte. Muss ja eine Millisekunde nur drücken. Wir haben die Feuermission geschafft. Das gehen wir natürlich erstmal sichern, indem wir speichern gehen. Und danach schauen wir mal, was wir noch machen. Aber schön, dass wir das so schnell geschafft haben. Ohne Probleme beim ersten Versuch. So muss das laufen. Und jetzt haben wir auch ein kleines Pufferchen auf dem Konto. Schöne 46.000. Dollar haben wir jetzt am Start. Vielleicht gehen wir uns dann noch ein Tattoo machen und dann fangen wir vielleicht mal mit den Graffitis an. Denn ich möchte die eigentlich relativ früh machen, weil ich meine, die bringen uns Waffen hier in dem Gebiet. Das heißt, das bringen mir die, wenn ich die Mission hier alle fertig habe und die dann mache, dann bringt es mir auch nichts mehr. Das heißt, wir machen die möglichst jetzt noch am Anfang der Story, um einfach dann, während wir hier in dem Gebiet die Mission machen, einfach es einfacher zu haben. So, speichern das mal. Perfekt. Holen uns die Sprühdose.
um da mal einfach ein bisschen Speicher zu haben. Jetzt haben wir 3000 knapp. Und dann gehen wir jetzt erst einmal zum Tattoo-Laden. Haben wir hier jetzt gar nichts mehr drin, ne? Nee. Mit dem Feuerwehrauto wollte ich jetzt nicht unbedingt weiterfahren. Das heißt, wir nehmen uns mal Sweets Auto. Das können wir uns sicherlich mal leihen. Hat er doch nichts gegen. Und dann fahren wir zum Tattoo-Studio. Ah, wir können auch mal wieder trainieren gehen. Machen wir erst ein Tattoo und dann gehen wir trainieren. Allerdings diesmal dann nicht Ausdauer, sondern Muckis. Tattoos! Wäre ich dem fast in den Laden reingefahren hier. Tattoo-Shop. Hallöchen. Take a look and pick a design, dude. Ich hätte gerne auf dem rechten Oberarm was. Na gut, wir dürfen uns da nur ein Afrika hinmachen. Na gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein eigentlich. Ah, wir können uns zum Beispiel ein Grove Street auf den Rücken machen lassen. Das hätte ich doch mal gerne. Das ging aber schnell. Ja gut, danke schön. Dann vielleicht noch auf die Brust. Eine Kugel. Now you're gangster for life, man. For life, man. Wer macht sich bitte auf den Bauch was? Ah doch, ein Grove. Klar, alles voll machen mit Grove Street. Mann, sieht das hässlich aus auf dem Bauch. Unterer Rücken. Ein Dolch? Doch, ein Dolch ist ganz cool. Jetzt, wo ich das Geld habe, machen wir das mal. Ja, so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Vielleicht noch, ja, Oberarm, aber Afrika möchte ich eigentlich nicht haben. Ein Grab auf einen anderen Oberarm können wir dann machen. So, sind wir jetzt Gangster genug? Ja, ne? Dankeschön. Ich habe gerade überlegt, ihn zu erschießen. Aber nein, so sind wir ja nicht. Wir sind ja lieb. Ein lieber Gangster. So, was haben wir geschafft? Wir haben uns Tattoos gemacht und wir haben die Feuerwehrmission erfolgreich abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stückchen Pizza fressen und dann gehen wir speichern. Und den Part beenden. Aber ich habe so viel. Mal eben schauen. Na gut, ich habe den ehemaligen Besitzer des Ladens ja erschossen, aber das macht ja nichts. Das ist bestimmt ein neuer dran. Mal eben schauen. Kondition ist schon ganz gut, Muskeln sogar, aber Fett ist komplett leer. Das heißt, wir wollen mal ein bisschen Fett dran futtern. So ganz dürr ist ja auch nicht gut. Na komisch, lebt wieder. Oder ist einfach sein Zwillingsbruder. Ich hätte gerne die Pizza-Version wieder. Dankeschön. Davon hätte ich gerne mal 3 Stück. Oder 4. Dankeschön. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Fett dabei. Das bauen wir zwar beim nächsten Mal dann wieder ab. Aber es ist einfach gesünder, wenn man was im Magen hat, oder? So ein Gangsterleben ist schon hart und wenn man da nicht genügend isst, dann lebt man ungesund. Wir können auch eben zum Fitnessstudio vorbeischauen. Vielleicht mache ich da noch eben ein paar Hantel-Bankdrücken-Dinger und dann haben wir ein bisschen mehr Muskeln, ganz gut. Aber ja, perfekt geparkt, so dass wir direkt hier vor der Eingabe. So, fangen wir mal an mit 40. Wir sind ja ein Schwächling. Fangen wir mal an mit 30 Kilo. Was musste man hier nochmal drücken? Um das Gewicht zu stemmen, drücke abwechselnd Leertaste und Maustaste. Dadurch erhöht sich dein Krafteinsatz. Ja, das funktioniert so ganz mit dem Abwechseln. Muskeln aufgebaut. Du bist gut durchtrainiert. Weiter so, dann werden deine Attacken mehr Schaden anrichten. Ja, ich glaube, das kann ich ja fast wieder überspringen, ne? Damit ihr das nicht anschauen müsst. Ansonsten kann ich da irgendwie mehr drauf packen. Muskeln plus. Wenn das so schnell ginge, nicht.
So, ich leg das mal eben ab, tu mal ein bisschen mehr Gewicht drauf. Ist ja gar nichts mehr hier. Jetzt schaut er sich erstmal wieder im Spiegel an, glaube ich. Macht er eher wieder die Übung hier. Ja. Machen wir mal 80 Kilo. So schnell kann man sich steigern mit dem Gewicht. In echt sollte man sich da, glaube ich, etwas mehr Zeit lassen. Ach, kriegen wir hoch, kein Problem. Muskeln aufgebaut, du wirst richtig muskulös. Nur kriege ich das Ding nicht hoch. Ach, komm schon. Nein! Komm schon, beweg den Arsch. Ja, 3. 4. Noch bevor es die Wii Fit gab, oder bevor es Wii Fit gab, hat das Spiel einem schon gezeigt, wie man als Zocker Muskeln aufbaut. Ah, komm schon. Ah, es hat keinen Sinn so. Es funktioniert, ist noch zu schwer, dafür sind wir noch zu schwach. Muss ich doch wieder ein bisschen weniger nehmen. Machen wir mal was anderes. Für heute hast du ein Limit erreicht, komm morgen wieder. Na gut, ein bisschen was haben wir ja trainiert, haben ein paar Muskeln dazu gewonnen und weiter an uns gearbeitet. Hier können wir noch einen Boxkampf machen, glaube ich. Nee, neue Moves können wir lernen. Ja, machen wir mal. Achso, nee, wir müssen erst noch ein paar Muskeln anziehen, um hier boxen zu dürfen. Haha, ciao. So, jetzt gehen wir noch speichern und dann machen wir Schluss. Tattoos haben wir bekommen. Trainiert haben wir. Wunderbar. Wir entwickeln uns langsam zum richtigen Gangster. Und haben immer noch nicht die Graffitis angefangen. Machen wir aber demnächst. Sage ich schon seit Ewigkeiten, ne? Naja, das ist halt so eine Sache. Das Spiel wird lange dauern. Aber macht ja nichts. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Und deswegen mache ich mir auch keinen Druck, irgendwas jetzt endlich zu schaffen oder zu machen, sondern wir machen es, wenn wir es machen und wenn nicht, dann nicht. Dafür ist das Spiel ja da. So, wir haben einiges geschafft. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ansonsten bis dahin alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.